Im 19. und 20. Jahrhundert haben drei Email- und Glasplattenfabriken in Offenburg produziert. Das waren die Glasplakatefabrik Offenburg, das Emailwerk C. Robert Dold und das Emailierwerk Boos & Hahn. Offenburg wurde sogar Reklamehauptstadt genannt, weil diese drei Firmen zu den weltweit größten Produzenten gehörten. Sie stellten Plakate für viele verschiedene Produkte her. Die Plakate wurden früher an Wände und Tore von Scheunen gehängt. Einige davon kann man heute noch im Museum im Ritterhaus bestaunen. Der Künstler Moritz Götze arbeitet auch mit dem Material Email. Das passt sehr gut zu der Stadt Offenburg als Reklamehauptstadt. Deshalb, und weil er so ein toller Künstler ist, wird er die Säule vor dem Salmond gestalten. Jetzt weiß aber nicht jeder, was Email überhaupt ist. Na, Email ist schon eine ganz alte Technologie, die wurde schon bei den Ägyptern gemacht. Aber um es ganz einfach auf den Punkt zu bringen, es ist im Prinzip ein Glasstaub, der auf Metall aufgeschmolzen wird. Das ist wie bei Keramik, macht man auch eine Glasur drauf und brennt das. Da ist ein Glasüberzug und so ist das ein Glasüberzug auf Stahl. Erstens mal das Handwerkliche, dass das handwerklich sehr viel Spaß macht. Und ich bin ja an sich Maler, wie man bei mir auch im Hintergrund sieht, dass ich große Gemälde male. Und bei Email finde ich an sich sehr reizvoll, dass man die klassische Form verlassen kann. Und dann ist noch sehr reizvoll, eben im Außenbereich gibt es sehr wenig Farben, die 100% lichtecht sind. Und im Prinzip gibt es das nur bei Keramik und bei Email, weil das auf Glasbasis ist.